Okay. Dürfen wir auch nicht links. Oder hier irgendwelche Leute verschwinden. Was soll's? So, speichern. Weiter geht's. Nichts Wichtiges zu sagen. Also. Ready, Mikleo! Hey, it's a marmot. It's quick with its attacks. It'd be best to use hidden arts. Water! Be gone! No escape! Hang on, everyone! Ice! Bring these demons! Who's next? Huh? I'm fine. Let's go on ahead. Okay, man sollte hier vielleicht nicht so nah am Rand rumrennen. Da kommen die ganze Zeit die Viecher aus dem Boden. Das haben sie so ein bisschen blöd gemacht. Also das hat ja selbst Legend of Zelda auf der N64 schon besser hingekriegt. Oder Donkey Kong 64. Dass man einfach den Charakter bei diesem Übergang weiterlaufen lässt, quasi in die Ferne. Ein bisschen kleiner werden lassen, ein bisschen weiterlaufen lassen und dann sieht das nicht so abgehackt aus. Dieses einfach stehen bleiben beim Übergang zwischen zwei Gebieten finde ich persönlich so ein bisschen hässlich. Genau das meinte ich. So, ich bleib stehen, ich sehe ein neues Gebiet. Und dann noch, dann ist man plötzlich schon hinterm Tor, wo man gerade noch nur halb über die Brücke gegangen war. Ich nehme mal an, den Priester werden wir bei dem Altar da wiederfinden. Here they are. Oder ist der hier? Ja, ist jemand anders. Also, gehen wir mal hier rein. Seht ihr? Ach, ich bin gut. Oh, truly, this power is the stuff of miracles. Looks like he really can't sense us at all. I shall worship this sacred water with all my being. Oh, venerable Uno, I am yet inexperienced, but would that I could serve thee for all eternity. But he is earnest. I'll at least give him that. Uno scheint mir ein bisschen arrogant zu sein. Mehr nicht? Das war's? What was that? I feel like a sort of wind just blew right through me. The blessing has returned to this town. Ich hatte jetzt this town is now under my domain. But in order to maintain the blessing, I will need cooperation from the people. Indeed, there are all kinds of methods besides prayer that one can use to uphold the blessing. Like? For example... I see. I'll be sure to give it a try. This sure sounds like a pain to me. I will do what little I can. What's wrong? I can still feel a powerful malevolence. And it's not far off. It's somewhere in town. That's the royal palace. So this is a conversation with the Seraphim? A bunch of lunatics talking to themselves out loud? You are? I am a messenger from Chancellor Bartlow of the Highland Government.
I have come to invite Saray to a private dinner conference, in light of his great suffering for the sake of Lady Lake. Have you been watching over Saray? Not at all. In fact, I was quite surprised. That the Princess of Highland, as distant as her claim to the throne may be, would have relations with the shepherd that are so intimate. I'm sure this news will please your beloved subjects to no end, Your Highness. If you are insinuating that... Alicia! Where to? Roundtable Palace. Very well. Tell Bartlow I accept his proposal. Please, you mustn't get involved with the Chancellors. I can feel it from them. The malevolence does seem to be coming from them. I apologize for being so weak. Don't worry, it's true. We really do want to see what's going on at the palace. Yep. It'll be our first time. You'll have to be our guide. Just as you have been to me. Yay! Okay, wir können jetzt auf das Menü Herrscher des Landes zugreifen. Bei Kämpfen in diesem Gebiet wird das Segnungslevel abhängig von dem Rang, den du erhältst, erhöht. An einem Speicherpunkt wird dein Rang automatisch auf das Segnungslevel addiert. Steigt das Segnungslevel, erhältst du auch Zugriff auf Gaben mit diversen Effekten. Gaben! Herrscher des Landes, reise zum Speicherpunkt. Gebe Geld aus, um zu Speicherpunkten zu gelangen, die du bereits besucht hast. Gaben einstellen. Aktiviere verschiedene Gaben. Ihre Verfügbarkeit richtet sich nach dem Segnungslevel. Gaben. Biete Objekte als Gegenleistung für Ränge an. Herrscher des Landes, Gaben. Du kannst Gaben aktivieren, um in der Domäne des Herrschers des Landes zu wirken, solange du nicht die maximalen Gesamtkosten für Gaben überschreitest. Gaben wirken sich auch auf Kämpfer aus. Durch die Erhöhung des Segnungslevels werden wohl sowohl neue Gaben hinzugefügt, als auch die maximalen Gesamtkosten für Gaben erhöht. Du kannst das Segnungslevel durch Erlangen von Rängen im Kampf erhöhen. Okay, was ist das? Oh, Reisepause kostet schon mal 0. Das nehmen wir mit. Wir können alles mitnehmen, aber ich möchte trotzdem eben lesen. Reisepause. In einer Gegend, in der dieser Bonus aktiviert wurde, kannst du dich mit Hilfe von Galt zwischen Speicherpunkten bewegen, die du bereits erreicht hast. Ja, gut. Hellion-Erkennung. Symbole erscheinen auf deiner Navigationskarte und zeigen dir, wo du sich Hellions aufhalten. Ha. Schatzwiederherstellung. Schatztruhen ein bisschen ruhen, nachdem du ihren Inhalt an dich genommen hast, dann werden sie sich mit neuen Gegenständen füllen. Sehr cool. Heilende Luft wäre... Ach, gib mir doch wenigstens, was das ist. Okay. Gegenstände anbieten. Boah, 3 Rang, aber das ist auch selten, ne? Also hier Apfelgummi 15 bringt nicht so viel wie... Was man... Von dem anderen. Was haben wir denn hier? Ach, bieten wir einfach mal ein Mango-Sorbet an. Ach, nächster Level kommt erst bei 112. Nein. Ja, gucken wir mal. Altes Schwert. Alter Stab. Na. Antikes Papier. Das sind die alten Sachen, ne? Ja, genau. Oh, sie hat einen Speer. Okay. Könnten wir nachher auch noch wechseln. Wow, ganze 11 Ränge. Alte Ohrringe. Alte Ohrringe. Altes Diadem. Nochmal altes Diadem. Bernstein-Diadem. Bernstein-Tiara. Natürlich Weste. Natürliche Weste. So, man könnte das natürlich auch für Galt ausgeben oder raushauen, aber wozu? Kampfmontur,
ist gleich oder schlechter, kommt auch weg. Ist bei ihr besser, bei ihr besser. Warte mal, habe ich das dreimal? Hier ist auf jeden Fall was drauf noch und hier nicht und hier nicht. Das heißt doch ganz einfach, dass ich die auch abgebe. So. Wie viele leeren Ringe habe ich eigentlich? Was zur Hölle? So, Kampfstiefel, schlechter, schlechter, schlechter. Oh, ne? Warum sind die besser? Ach, weil da drei drauf sind. Hm? Hm, okay. Und jetzt, ah, bestätigen. Boah. Hälfte haben wir. Ja, gut, etwas mehr. Das erleichtert es ein bisschen. So, also zum Speicherpunkt brauchen wir nicht, weil wir von hier aus. Ja, erstmal nirgendwo hin speichern, nirgendwo hin reisen wollen. So. Denn wir müssen jetzt zum Palast. Ich glaube, da hatten wir noch keinen Speicherpunkt, von daher. Sie hat einen Trank des Lebens hergestellt. Ah, falscher Knopf. So. Ausrüstung. Und zwar von Alicia, denn sie kriegt einen Bernsteinspeer. Ja. Band. Kampfmontur. Kann ich ihr eine Bernsteinmontur anbieten? Ja. Feuerring hat sie. Bernsteinstiefel hat sie. So. Einfügen? Nein. Machen wir es so. Hier kann ich nämlich jetzt noch den Feuerring reinhauen. Er ist zwar auf Ring Max, aber ist nicht viel dazu gekommen. Also nehmen wir das. Also Mikleo konnten wir. Irgendwas, das macht alles schlechter und das macht zwei Sachen besser. Ja, immer her damit. Leila, können wir noch die neue Tiara aussetzen. Und ich glaube, der Rest ist gleich. Warte mal, irgendwie konnte ich doch das Diadem. Ist ein bisschen besser. So, was haben wir da? Verbesserte Kampfregeln aufstellen. Neu. Automatische Göttlichkeit. Normal, wenn gesteuerte Figur verletzt wird und KP verliert, amortisiert sie. Frei und frei. Ich kann mich frei bewegen. Automatische Göttlichkeit. Klingt auch ganz gut. Automatischer Schritt nach hinten. Wenn angegriffen, automatisch ausweichen. Automatische Abwehr. Hm. Automatischer Zeitschritt. Hm. Automatischer Schritt nach vorne. Wenn? Wenn was? Mist. Nein, nein, nein. Nochmal. Wenn. Ah, da. Nächste Seite. Wenn sie mit Geschossen angegriffen wird, der erreichte Rang wird jedoch halbiert. Oh,